Es ist endlich soweit. Ich habe in vielen Kommentaren gelesen, dass ihr meine Schuhsammlung begutachten wollt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin total besessen von Schuhen. Ich liebe Schuhe. Schuhe sind meine Babys. Deswegen werde ich euch jetzt meine Babys vorstellen. Let's go. Ich bin, was Schuhe angeht, sehr nostalgisch. Ich hasse es, Schuhe wegzuschmeißen. Und wirklich, wenn ich sie wegschmeiße, dann wirklich nur, weil ich wirklich merke, es geht nicht mehr. Egal wie demoliert meine Schuhe sind, aus irgendeinem Grund denke ich, die werde ich noch brauchen. Die kann ich nicht wegschmeißen. Dieses arme Baby hat mich durch so viele Straßen schon geführt. Das hört sich jetzt leicht falsch an. Da fangen wir direkt mal bei diesem Paar an. Die sind leider schon kaputt. Die hatte ich vor, ich glaube, 3 Jahren bei Zara gekauft. Und die sind leider, wie man hier sieht, hier so kaputt. Ich möchte unbedingt noch zum Schuster und fragen, ob der mir die wieder zukleben kann, weil die wirklich noch gut in Schuss sind und ich möchte die nicht einfach wegschmeißen. Das sind außerdem meine einzigen roten Schuhe. Deswegen, ich könnte mir dann aber auch neue rote Schuhe kaufen, wenn die wegkommen. Immer Ausreden suchen, warum man neue Schuhe braucht. Diese Schuhe hier, meine Lieben, sind was ganz Besonderes. Denn egal wie demoliert diese Schuhe auch sein werden, ich werde die niemals wegschmeißen, weil diese Schuhe die allerersten Buffalo-Schuhe waren, die ich mir geholt hatte. Und zwar von meiner allerersten Gage von einem Schauspieljob. Das war so ein kleiner Werbeclip für Just Dance 3. Und ich hatte damals meine allererste Schauspielgage dann bekommen. Und das war das allererste, was ich mir geholt hatte. Ich war so lange in diese Schuhe verliebt, konnte sie mir nicht leisten. Deswegen, diese Schuhe, die werden ewig bei mir bleiben. Diese hier zum Beispiel habe ich auch von Zara. Die sind auch schon, ich glaube, 4 Jahre alt. Und mit diesen Schuhen, die hatte ich mal auf der Bühne an. Bei einer Aufführung. Da haben wir auch mit viel mit Wasser und so gespielt. Bei der allerersten Szene gingen wir in Reihe und Glied nach vorne auf das Publikum zu und liefen dann ganz plötzlich wieder zurück ins Off, also Backstage, hinter den Vorhang. Und ich habe es geschafft, mit diesen Schuhen so dermaßen auszurutschen, dass ich wirklich einen richtigen Slide hingelegt habe, gegen die Wand geknallt bin und dann schnell zur Seite hinter den Vorhang. Das hat wirklich sehr viele Lacher gebracht, deswegen erinnere ich mich immer wieder an diese Schuhe. Ah, genau, die hier. Die habe ich seit auch fast 4, 5 Jahren. Die haben auch eine ganz besondere Story. Diese Schuhe hier, die habe ich aus einem ganz besonderen Laden. Und zwar habe ich sie an der Reeperbahn in einem Nuttenladen gekauft. Jetzt kommen einige Hater und sagen, ja, Nuttenladen, das passt zu dir. Don't judge. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich diese Schuhe her habe. Ich glaube, die habe ich schon seit 6 oder 7 Jahren sogar. Und die sind wirklich perfekt für den Sommer wegen dem Keilabsatz. Das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr vorhabt, jetzt wo der Sommer natürlich vor der Tür steht, viel unterwegs zu sein, aber trotzdem schnieke auszusehen, holt euch auf jeden Fall Keilabsätze, weil Keilabsätze sehr bequem sind und da tun eure Füße nicht so schnell weh, wie jetzt zum Beispiel bei so welchen Schuhen. Die habe ich von Asics. Ich fand den Absatz so geil. Und schon wieder ein paar Schuhe, von denen ich nicht weiß, wo ich sie her habe. Kleiner Fun Fact, in dem Musikvideo Ich trau mich nicht, wo wir in dieser Diskothek tanzen, trage ich genau diese Schuhe. Diese Schuhe hatte ich mir in Spanien geholt, weil diese Fransen und diese Farben mich an ein Foto von Rihanna erinnert haben. Ich habe mal ein Magazin durchgeblättert, da war so ein Foto von Rihanna mit so welchen Schuhen. Und dann habe ich die tatsächlich in Spanien gefunden und habe gedacht, geil, 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 musst du dir holen. Next, die habe ich vor 2 Jahren gekauft. Die sind aber auch schon ziemlich ausgetragen, wie man sieht. Hier sind überall so Flecken, weil ich die wirklich tot getragen habe. Weil das wirklich die bequemsten Sommerschuhe sind, die ich mir vorstellen kann. Die habe ich von... Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich die mir geholt habe. Es ist aber leider so, dass wegen diesen Pluschen es schwer ist, die Schuhe zu binden, sodass sie auch fest am Fuß sitzen. Da muss man immer ein kleines bisschen improvisieren. Diese Schuhe habe ich an einem Abend bei einer Gala in Dubai getragen und das war wirklich ein Hingucker. Die habe ich das allererste Mal dieses Jahr in New York getragen. Die habe ich mir extra für New York geholt, denn ich wusste ja, in New York ist es noch kalt, aber ich möchte gerne hohe Schuhe tragen zum Feiern, also habe ich mir die hier geholt und die waren reduziert. Katsching, katsching! Wie viele von euch wissen, gehe ich natürlich mit den Jungs gerne auch mal ins Bootshaus zum Feiern. Im Bootshaus trage ich ungerne hohe Schuhe, aber auch ungerne flache. Denn, sorry, wenn ich feiern gehe und ich habe ein bisschen Zeit, um mich vorzubereiten oder mich halt fertig zu machen, dann muss ich wenigstens ein bisschen Absatz haben. Ich kann nicht mit Sneakern feiern gehen. Tut mir leid, ist bei mir einfach so eine Sache. Ich fühle mich da nicht so weiblich. Ich möchte, wenn ich tanze, ein bisschen Absatz haben, weil ich mich dann wohler fühle. Deswegen habe ich mir auch diese hier auch von Buffalo geholt. Die waren mega reduziert, nicht overdressed, sind aber cool und haben einen ganz leichten Absatz, was mir auf jeden Fall beim Tanzen sehr, sehr hilft. Man sieht auch ein bisschen, wie demoliert die sind, weil ich halt immer mit diesen Schuhen feiern gehe. Fun Fact hier, diese beiden Schuhe habe ich mir bei der letzten Shoppingtour mit Paola gekauft.
Ja, ich habe mir zwei Paar Schuhe gekauft und sie hat mich dazu gebracht. Sie ist wie so eine Elfe, die dann durch den Laden läuft und sagt, das musst du haben, das musst du haben, gönn dir, gönn dir. Und dann am Ende habe ich halt eine super hohe Rechnung und habe ganz viele Sachen dann mitgenommen und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Aber ich muss auch sagen, ich hätte es bereut, diese Schuhe nicht gekauft zu haben. Danke, Paola. Bleiben wir mal bei Paola. Sie sortiert manchmal ihre Schuhe aus und viele Schuhe trägt sie dann nicht mehr. Und bevor sie sie irgendwie vergammeln lässt oder wegschmeißt, schenkt sie sie mir. Jetzt zeige ich mal ein paar Schuhe, sponsored by Paola. Diese Schuhe haben hinten eine orangene Sohle. Dann gibt es vorne diese Wildlederoptik und hinten so, was ist das? Das ist natürlich alles Kunststoff, das ist nicht echt, aber das ist hinten so wie Schlangenmuster oder sowas, ne? Wie so Leder. Sponsored bei Paola Maria. Dann habe ich auch die hier. So welche Schuhe hatte ich noch nie. Deswegen habe ich mich besonders darüber gefreut, weil die halt zum Schnüren sind und die sind schwarz. Man kann die fast zu allem tragen. Deswegen habe ich auch sofort gesagt, Girl, her damit. Das ist halt so geil, wenn eine Frau, die dieselbe Schuhgröße hat, Schuhe nicht mehr braucht, dann kriegt sie halt die Freundin. Das nennt man Recycling, Leute. Diese Schuhe haben so eine Hologrammoptik, was ich ganz schön finde. Und was auch ein schönes Detail ist, ist, dass man hier in den Knöcheln das zweimal umbinden muss. Das letzte Paar, welches ich von Paola geschenkt bekommen habe, das sind die hier von Buffalo auch. Ich habe mich voll erschrocken, als sie mir Buffalo-Schuhe schenken wollte. Girl, du verwöhnst mich. Ich hoffe, dieses Video war aufschlussreich für alle da draußen, die meine Schuhsammlung begutachten wollten. Lasst gerne einen Kommentar unten da. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, damit demnächst wieder eine neue Veranschaulichung von irgendeiner anderen Sammlung noch kommt. Das hier war jetzt meine Schuhsammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Resttag. Bleibt positiv und munter und wir sehen uns beim nächsten Video.